Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Es gibt ein Update zum Spring Game. Das Spring Game hat nämlich eine Version 2 des Tokens gelauncht. Man sieht es hier oben, Spring V2 heißt der Token. Ich hoffe, ihr habt es alle mitbekommen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der noch in der Version 1 unterwegs ist und vielleicht denkt, das ganze Ding ist gecrashed. Nein, das ist nicht so. Ich zeige euch heute auch nochmal einen Mint. Ich führe gleich noch mal einen Tree bzw. Seed Mint durch. Ich bin jetzt schon total gespannt, was ich minten werde. Deshalb bleibt unbedingt dran, es wird spannend. Und warum gibt es die Version 2? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Die Version 2 hat zwei verschiedene Dinge implementiert. Einmal einen, ja, dass es möglich wird, die NFTs auf einem Marketplace zu verkaufen bzw. Special Items auf einem Marketplace einzuführen. Das können vielleicht noch weitere Items sein. Bisher gibt es ja nur zwei, die Fertilizer und die Water Packs. Also neben den Haupt-NFTs, so sind es insgesamt drei verschiedene Arten. Und was jetzt wichtig ist, es ist ein Liquidity Manager dazugekommen. Der Liquidity Manager, der soll regulieren, was hier stattfindet. Dass der Kurs zwischen ja ungefähr 98 Cent und 1,10, 1,12 sich einpendelt und dass immer genug Liquidity vorhanden ist, dass es keine großen Kurssprünge gibt. Also nicht von 1,10 auf 4 und von 4 auf 20 Cent, sondern der Liquidity Manager, der ist jetzt im Contract, der probiert hier diesen Token durch dann geschicktes, also wahrscheinlich Verkaufen und Kaufen. Das ist wahrscheinlich automatisiert und es wird immer Kapital dafür bereitgestellt. Ich bin kein Programmierer, ich versuche es mir nur so von der Theorie her herzuleiten. Kann man sicher auch nachlesen, wie der Liquidity Manager genau funktioniert. Mir geht es jetzt nicht um die Technik, mir geht es ja um das Game und ihr seht, es funktioniert noch, es läuft noch. Die Reforestation läuft auch, also es gibt ja hier eine Kooperation mit One Tree Planted und für jeden Dollar, der da eingenommen wird, wird dann ein Tree, also ein Baum gepflanzt. Es gibt ja sogar verschiedene Events. Es war auch hier die Green Charity Woche, letzte Woche, die gelaufen ist. Da ist auch einiges zusammengekommen. Ich kann euch mal kurz aus dem Discord noch zeigen. Hier ist die aktuelle Meldung aus dem Discord. 2584, das waren also alles Donations, also alles wirklich nur Spenden und dadurch werden jetzt auch 1808 Trees gepflanzt, weil es wurde noch aufgeteilt, es war eine Lottery, es gab einen Gewinner, der hat jetzt über 500 Dollar gewonnen, herzlichen Glückwunsch und ja, der Rest eben für die Reforestation, also Aufbauen der Wälder. Es geht ja darum, einfach Wälder wieder aufzubauen, weil auf unserer Erde ja so viele Wälder abgeholzt werden. Also das Ganze hat auch noch einen sozialen Aspekt. Das ist ja eigentlich sehr nice, wenn ein Projekt sowas auch macht. Also wenn es nicht nur davon redet und das Ganze als Marketing benutzt, sondern wenn die Unterstützung auch wirklich stattfindet. Das ist für uns manchmal schwierig nachzuvollziehen. Aber hier scheint es ja wirklich zu laufen. Ich habe natürlich noch kein Tree gesehen, aber die NFT-Trees habe ich natürlich gesehen und darum geht es jetzt. Die zeige ich euch nochmal im Schnelldurchlauf für diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Es gibt verschiedene Seeds hier, ihr seht die. Die haben unterschiedliche Kosten, also SPR-Tokens 80, 350 bis 940 und die Cherry-Tokens sind schon weg. Die waren gecapped, die hatten ein Hard-Cap und man kann keine Cherry Seeds mehr kaufen. Genau. Aber noch die anderen drei und die gibt es dann auch in unterschiedlichen Drop Rates. Also ich kann da jetzt Glück oder Pech haben beim Minten oder einfach ja ganz okay minten. Also wir schauen mal, was ich hier herausbekomme, weil ihr seht es hier, das kann ein Genesis Bonsai sein mit der höchsten Chance mit 86% oder hier die geringste Chance wäre dann ein Genesis Oak. Oder auch ein Fear. Und wir schauen ganz kurz meine Trees mir an. Ich habe einen Bonsai Silver und einen Fear. Also ich habe eigentlich schon zweimal, ja, doch eher Glück gehabt. Weil wenn wir auf die Drop Rate schauen, Silver Bonsai hat nur 5% Chance und der Fear 6,5%. Moment. Ja. Okay, also
Wir schauen auf jeden Fall, was herauskommt heute. Bleibt dran, ich verlinke euch auch das White Paper, damit ihr dann nochmal checken könnt, was die einzelnen Trees, also was ich hier gerade im Schnelldurchlauf erzählt habe, was die für Daily Rewards haben, was die für eine Game Rewards Period haben, weil die laufen nur so lange, wie die Game Rewards Period läuft, und dann halbieren sich die Rewards. Das Ganze ist hier auch nochmal erklärt. Der Tree Life Cycle, es gibt dann verschiedene Phasen, also die Rewards laufen dann noch weiter und dann irgendwann auf halber Prozentrate, und durch Water Packs oder Fertilizer kann man die dann auch wieder boosten. Und ihr seht hier auch, meine Coins haben sich angesammelt. Das sind jetzt knapp so 10 Dollar. Ich zeige euch auch, dass es funktioniert. Ich claime hier meine Rewards. Ihr seht jetzt, genau hier das Pop-up aus der MetaMask, und jetzt claime ich eben die 6,27 Coins. So, wir warten auf die Transaktion, bis die durchgeführt ist. Und dann claimen wir auch noch vom anderen Tree 4,5. So. Wir warten auf die Transaktion und dann habe ich gleich genau hier meine 10 SPR. Jetzt swappe ich mir die auch noch, meine SPR. So, weil ich kaufe gleich in BUSD. Ihr seht, ich habe hier einige BUSDs am Start und ich maxe das Ganze. Also ich swappe jetzt 10,9 in 11,8571 BUSD. So, Confirmation. Kleine Gas Fee bezahlen. So, und sobald die Transaktion durch ist, genau, sind die BUSDs hier am Start. So, und jetzt, nachdem ich geclaimed habe, ihr seht, die Rewards laufen natürlich direkt weiter. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's darum, jetzt kaufe ich mir einen Seed, also mit BUSD, und ich bin total gespannt. Eigentlich, ja, eigentlich ist fast nicht möglich, dass ich nochmal Glück habe, aber wer weiß, manchmal, ja, manchmal hat man doch einfach Glück. Deshalb probiere ich es jetzt aus, weil es hier schon zweimal geklappt hat. Man sagt ja, alle guten Dinge sind drei. Und deshalb minte ich jetzt noch einmal. Also das funktioniert so hier bei Item, und ich möchte ja einen Bonsai Seed für 80. Ich bezahle mit BUSD einen Creator Code. Ich habe ja hier Fox.de, der ist über meine Whitelist hier reingegangen. Mittlerweile hat er einen Creator Code, den benutze ich natürlich. Da gibt es 3% Ersparnis. So, dann 248 BUSD habe ich noch. Okay, also ich kaufe jetzt einen Seed. Und dann sind wir gleich sehr gespannt, was dabei herauskommt. So. Und die ganze Community ist auch total nach Japan expandiert. Also ich rechne damit, dass das Game noch eine Weile läuft. Deshalb reinvestiere ich auch meinen Teil und gehe hier auch noch mit mehr Kapital rein. Ich meine, das ist nicht viel. Das sind zwischen 80 und 90 Dollar ein Mint. Aber es ist natürlich trotzdem super interessant. Und ich bin jetzt gespannt, Leute. So. Okay, also ihr seht, hier ist jetzt mein Bonsai-Seed, und jetzt muss ich natürlich den Seed noch revealen, also sichtbar machen, was sich jetzt hier für ein Tree verbirgt. Ich pflanze quasi den Samen und dann wächst der Baum, der dann auch täglich Rewards generiert. Ja, und jetzt steigt die Spannung, Leute. Ich bin wirklich gespannt, was wird es? Okay, ja. Jetzt ein ganz normaler Bonsai, so wie es aussieht. Okay, ja, das muss der Bonsai sein. Wir machen kurz den Abgleich mit dem White Paper, genau, Genesis Bonsai Level 2, also nach dem Plum Bonsai. Der ist natürlich auch der günstigste
ja, habe ich jetzt doch keinen krassen Genesis 4 gemintet. Das wäre natürlich richtig nice gewesen. Oder ein Genesis Oak. Aber okay, man kann nicht jedes Mal Glück haben beim Minten. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall 3 Trees. Das heißt, es werden dreimal hier weiter meine Rewards angesammelt. Und allein die beiden machen ja schon ein Zehner am Tag. Also das sind immer noch easy 300 im Monat jetzt mit meinem Bonsai dazu. Der ja dürfte auch noch mal ungefähr einen Dollar am Tag machen. Ich muss ja auch nicht täglich claimen. Ich kann das ja ansammeln lassen und dann einfach schauen, wie lange das Game läuft, wie lange ich hier ja dann weiter Gewinne machen kann, weil ROI habe ich schon erreicht. Ich bin schon drüber. Ich mache Gewinne, aber auch aufgrund, weil ich einen 4 gemintet habe, weil ich eben ja Glück hatte beim ersten Mint. Ja, um genau zu sein, man macht hier die 80 SPR, die ich ausgegeben habe, ich mache 1,24%, also 0,992, also knapp einen SPR am Tag. Mit den anderen, mit dem hier 1,4, mit dem hier 6,5. Also es kommt, wie gesagt, ungefähr auf 10, 11 Dollar, je nachdem, welcher Kurs gerade angesagt ist. Aber ihr habt ja mitbekommen, durch den Liquidity Manager wird es ungefähr so bleiben. Dann kommt es auch darauf an, wann verkaufe ich bei 1,7, bei 1,12, ja. Und wie oft natürlich, in welchem Intervall verkaufe ich. Und ich bin gespannt, wie lange das Ganze dann läuft. Ja Leute, jetzt habt ihr gesehen, wie es funktioniert, ein Up-to-Date bekommen über Version 2. Ich glaube, das reicht. Ich freue mich über Likes und Kommentare. Leute, haut rein.